Es ist das Jahr 1929. Deutsche Auswanderer besiedeln das Paradies Floriana und leben den Aussteigertraum. Es ist eine Geschichte, wie sie kein Roman hätte besser schreiben können. Ein exotischer Schauplatz, extravagante Protagonisten und erotische Verstrickung. Doch die Geschichte ist echt. Und der Tod ist Teil des Paradieses. Menschen sterben unter mysteriösen Umständen oder werden nie wieder gesehen. Die einzigen Überlebenden schweigen. Sie haben das verhängnisvolle Machtspiel gewonnen. Hand in Hand gingen wir landeinwärts auf unserer Insel, wie die zwei Kinder im Märchen auf der Suche nach dem Schatz am Fuße des Regenbogens. Unsere Hoffnung so wolkenlos wie der Himmel. So schreibt es die 28-jährige Doris Strauch in ihr Tagebuch, als sie gemeinsam mit dem 43-jährigen Dr. Friedrich Ritter am 19. September 1929 die ecuadorianische Insel Floriana betritt. Floriana ist eine ca. 173 Quadratkilometer große Insel im Süden des Galapagos-Archipels, die politisch zu Ecuador gehört. Ein Buch weist Friedrich Ritter den Weg nach Floriana, zu den Inseln am anderen Ende der Welt. Hier hatte Charles Darwin erst 100 Jahre zuvor Erkenntnisse seiner Evolutionstheorie gesammelt. Ritter und Strauch stammen aus Berlin. Friedrich Ritter hatte bis vor kurzem noch als Arzt gearbeitet, Doris Strauch als Lehrerin. Doch Ritter will zurück zu den menschlichen Ursprüngen finden. Die moderne Gesellschaft hätte die Willenskraft geschwächt. Geld und Bequemlichkeit beherrschen seiner Meinung nach die Menschen nun. Es ist ein kühler, schneller Abschied in Berlin. Friedrich Ritter trennt sich nicht nur von seiner Arztpraxis, sondern auch von seiner Frau. Doris Strauch verlässt ihren Mann. Von nun an will sie ihrer Liebschaft folgen und Ritters Muse und Schülerin in seiner Naturphilosophie werten. Für ihr Glück im Paradies nehmen sie die Strapazen der monatelangen Reise auf sich. 4 Monate dauert ihre Schifffahrt von Amsterdam nach Ecuador. Danach müssen sie einen Monat warten, bis ein Schiff die beiden Aussteiger zu den 1000 Kilometer weit entfernten Galapagos-Inseln im Pazifik bringt. Als Doris Strauch und Friedrich Ritter ihr Abenteuer auf den weit entfernten Inseln beginnen, sind lediglich 3 der über 100 kleinen Inseln bewohnt. Die Hauptinsel San Cristobal hat gerade einmal 400 Einwohner. Doch die deutschen Aussteiger trieb es weiter. Sie wollen auf eine der nicht besiedelten Inseln Fuß fassen. Ihr Ziel ist Floriana. In völliger Einsamkeit wollen sie im Einklang mit der Natur leben. Ritter will sich vegetarisch ernähren und ein Vorreiter des menschlichen Lebens werden. Schon bald gibt er sich selbst den verheißungsvollen Titel Robinson Crusoe von Galapagos. Als sie schließlich auf der 5 Kilometer langen und 8 Kilometer breiten Insel ankommen, macht sich die erste Ernüchterung breit. So ganz unberührt ist Floriana nicht. Seeräuber und Walfänger hatten schon auf der kleinen Insel gelebt. Sie hatten Höhlen in das Vulkangestein gehauen und die Riesenschildkröten ausgerottet. Hühner, Schweine und Rinder ließen sie aber auf Floriana, die sich nun dort seit Jahren wild vermehren. An der Post Office Bay werden die Deutschen rausgelassen. Den Namen bekam die Bucht vom Post Office, einem Fass, das Schifffahrer als Poststation nutzen. Neben dem Post Office steht am weißen Sandstrand eine heruntergekommene Hütte und daneben liegen verrostete Wassertanks. Das Paradies wirkt auf einmal gar nicht mehr so idyllisch und im Hintergrund im Pazifik sehen sie die nächste Gefahr. Die Bucht ist voller Haie. Doris Strauch ist sich plötzlich der Verlorenheit auf der Insel bewusst. Wer hier in Not gerät, kann lange auf Hilfe warten. Eine Tatsache, die sie schneller als erwartet am eigenen Leib zu spüren bekommt. In den darauffolgenden Tagen führt ein 14-jähriger Indio die beiden Auswanderer über die Insel. Er zeigt ihnen die beiden Quellen auf der Insel, die Vegetation und die Tiere auf Floriana, aber auch die Piratenhöhlen. An einer der Quellen wollen sie sich niederlassen, mit Blick aufs Meer und Süßwasser direkt vor dem Haus. Doch der Indio protestiert vehement gegen ihr Vorhaben. Genau an dieser Stelle hätte ein mordender Seefahrer gewohnt und sich versteckt. Doch Strauch und Ritter ignorieren den Jungen und lassen sich dort nieder. Frido nennen sie ihren Ort, ein romantisches Akronym, das sie aus ihren Vornamen bilden und symbolisch für ihre neue Freiheit im Paradies steht. Später, als sich die Wolken der Tragödie über Frido zusammenzogen,
fragte ich mich oft, ob es nicht besser gewesen wäre, die Warnung des kleinen Indios ernst zu nehmen. Schreibt Dore Strauch nur wenige Jahre später in ihren Memoiren über ihr scheinbares Paradies. Der Indio verlässt nur wenig später die Insel. Nun sind Dore und Friedrich auf sich allein gestellt. Wochenlang brauchen sie, um ihre Sachen vom Post Office Bay nach Frido zu bringen. Jedes Mal ist es eine kilometerlange Route, die sie bestreiten müssen. In der Zwischenzeit müssen sie aber auch ein Haus bauen und sich um die Nahrungsbeschaffung und Bepflanzung ihres neuen Domizils kümmern. Ein Kraftakt, der sie bereits schnell an ihre Grenzen bringt. Der romantische Gedanke an das gemeinsame, einsame Leben gibt ihnen die Kraft, möchte man meinen. Doch so ist es nicht. Dore Strauch erhofft sich fast schon naiv auf Loriana die gemeinsame Zukunft mit ihrem Doktor. Friedrich Ritter will davon allerdings nichts wissen. Liebe sei eine menschliche Schwäche, die ein starker Geist zu überwinden habe. Ihn treibt nur die Naturphilosophie nach Floriana. Strauch ist da nur das nötige Übel, um sich eines Tages fortzupflanzen. Der selbsternannte Robinson Crusoe will die ganze Welt wissen lassen, wie er es schafft, eine wilde Insel zu besiedeln. Kurz nach ihrer Ankunft sendet er über das Post Office Briefe in die Heimat. Darin schwärmt er vom Leben auf Floriana und wie hart er arbeiten müsse, um seinen Traum der Askese zu leben. Es spricht sich unter den Schifffahrern rum, dass zwei Deutsche eine Galapagosinsel besiedelten. Im ersten Jahr ihrer Auswanderung kommen gelegentlich Schiffe vorbei. Eines davon gehört einem amerikanischen Multimillionär. Friedrich Ritter ist geschmeichelt von der Aufmerksamkeit und sogar ein Gewehr bringt der Amerikaner ihm mit. Das behält Ritter allerdings lieber selbst ein. Wenig später bringt ein Schiff einen ganzen Karton mit Zeitungsartikeln über Strauch und Ritter mit. Während Friedrich auf Ruhm und Ehre hofft, die ihm seine Geschichte einbringen soll, ist Dore fassungslos. Die Schlagzeilen überschlagen sich. Der verschrobene Arzt und seine Geliebte. Zwei Ehebrecher suchen das Weite. Wie Adam und Eva leben zwei Deutsche nun nackt im Dschungel. Doch nicht nur die Sensationsgier der Presse ist geweckt. Nun träumen auch andere vom scheinbaren Paradies auf Floriana. Das Ende der Welt? Nein, der Anfang. Ein neuer Anfang in einer neuen Welt. Ein neues Leben für Heinz, Harry und mich. Harry ist erst 13, ein guter Junge voller Jugendbegeisterung. Warum sollte er sich nicht für die Idee begeistern? Denken Sie nur, wilde Tiere, die Pampa, eine Hütte, die wir selbst bauen sollten. Ein abenteuerliches Robinson-Leben. Sein ebenfalls begeisterter Vater beginnt Pläne zu schmieden. Sie reifen langsam und werden immer klarer, bis sie schließlich im Frühjahr 1932 vollständig sind. Und wir wissen, dass in der Nähe des Ecuadors, westlich des Bundesstaates Ecuador, die Schildkröten- oder Galapagosinseln liegen. Eine davon, nicht sehr groß, heißt Floriana. Mehrere Hügel erheben sich etwa 1800 Fuß über dem Meeresspiegel. Lava, erloschene Vulkane, harter, lehmiger Boden, eine Bucht auf der Westseite und eine im Norden. Ein wenig süßes Wasser, etwas Sumpfland, mehrere heruntergekommene Höhlen, die einst von Piraten benutzt wurden, das Haus zweier deutscher Auswanderer, Dr. Ritter und seine weibliche Begleiterin. All dies ist Floriana. Wir stellen uns eine kleine Hütte am Hang vor, einen Gemüsegarten, mehrere Haustiere. Wir denken an die Einsamkeit. Unsere Befreiung von einer alltäglichen, bescheidenen Existenz. Eine Existenz, die uns so wenig Glück zu bringen scheint. Wochen vergehen. Alles wird sorgfältig überlegt. Wir kennen die Galapagosinseln bereits fast auswendig. Wir können stundenlang davon erzählen, als hätten wir einen Teil unseres Lebens dort verbracht. Wenn einer von uns etwas sagt, das nicht wahr ist, korrigieren ihn die beiden anderen sofort mit fast religiösem Ernst. Endlich kommt die Zeit. Im August 1932 soll die Zeit gekommen sein. Die Familie Widmer aus Köln siedelt nach Floriana. Doch von der versprochenen Magie, die Margret Widmer in Deutschland noch in ihrem Tagebuch beschrieb, ist nichts zu erkennen. Wie bei einem Duell stehen sich beide Gruppen gegenüber, mustern sich mit argwöhnischen Blicken und jeder echauffiert sich heimlich über den anderen. Dore macht sich in ihrem Tagebuch über die Kleidung von Heinz Widmer lustig. Auch Margret kommt nicht gut davon. Zu allem Übel ist sie auch noch schwanger.
Sollte ihr Friedrich etwa auch noch die Geburt durchführen? Aber auch die 28-jährige Margret Wittmer lässt kein gutes Haar an ihren einstigen Idolen. Die Paare gehen sich fortan aus dem Weg. Die Wittmers siedeln einer anderen Quelle auf Floriana. Sie nennen ihr Zuhause Asilo de la Paz, Zuflucht des Friedens. Frieden, den sie sich so lange gewünscht hatten, aber auch nicht auf Floriana finden sollen. Heinz Wittmer ist 41 Jahre alt und traumatisiert vom Ersten Weltkrieg. Sein 13-jähriger Sohn Harry aus erster Ehe hatte es schwer in Deutschland. Er leidet an Augen- und Lungenproblemen. Das tropische Klima soll sein Leiden lindern. Der Frust, den die Erstsiedler über das Erscheinen der Wittmers haben, ist allerdings nicht zu dem, was sie am 15. Oktober 1932 erwartet. Das Drama kommt nach Floriana und mit ihr der Tod. Satan came to Eden, schreibt Dore Strauch in ihr Tagebuch. Ein Satz, der nicht hätte treffender sein können. Bis heute ist er der Titel von vielen Romanen und Artikeln, die die Tragödie von Floriana behandeln. Auf einem Esel reitet eine Frau an. Sie ist um die 40 Jahre alt, trägt eine Baskenmütze und hat ein Auftreten, das auf Effekt und Theatralik getrimmt ist. Mit dazu bei trägt ihre Entourage, die ihre Ankunft verkündet. Frau Baroness Eloise Wagner, der Bosquet von Paris, siedelt nach Floriana. Das Unheil beginnt. Die Baroness stammt aus Österreich und ist offensichtlich eine Hochstaplerin. Ihre drei Begleiter wurden zu Stillschweigen diesbezüglich verdonnert. Alle drei sind ihr unterwürfig und jeder von ihnen führt anscheinend eine Beziehung mit der verführerischen Baroness. Die gesamte Gruppe kommt aus Paris nach Ecuador gereist. Einer ihrer drei Lover ist selbst Ecuadorianer. Ob er wirklich aus Liebe zur Baroness mitreist oder eine günstige Gelegenheit sucht, wieder in seine Heimat zu kommen, weiß keiner. Lange bleibt er allerdings nicht auf Floriana und ergreift die erstbeste Chance zur Flucht. Viel höriger ihr gegenüber sind dagegen Rudolf Lorenz und Robert Philipson. Beide stammen aus Deutschland und haben die Baroness in Paris kennengelernt. Lorenz, der blonde Page, besaß in Frankreich ein Souvenirgeschäft. Bis sich die Baroness in seine Geschäfte einmischte und sich selbst den Gewinn einsteckte und der Laden bankrott ging. Philipson, der Bubi, zog auf Drängen seiner Mutter nach Paris. Er sollte seiner despotischen Ex-Freundin aus Berlin entfliehen und traf ausgerechnet die noch viel herrschsüchtigere Baroness Eloise. Sie ist Mittelpunkt der jungen Männer. Was sie ihnen befiehlt, haben sie ohne Wenn und Aber zu tun. Gleichzeitig buhlen sie um die Aufmerksamkeit ihrer Gebieterin und machen sich gegenseitig eifersüchtig. Strauch, Dr. Ritter und die Wittmers sind fassungslos über das, was sich nun auf ihrer paradiesischen Insel abspielt. Eloise herrscht nicht nur über ihre treue Gefolgschaft, sondern auch über die anderen Aussiedler. Ohne Rücksicht auf die Wittmers lässt sie sich in ihrem Garten nieder. Widerworte toleriert sie nicht. Der Schifffahrer, der die ungewöhnliche Gruppe nach Floriana bringt, hat auch Reis für alle Insulaner mitgebracht. Die Baroness beschlagnahmt den Reis. Wenn jemand etwas wollen würde, sollte man ihr gefälligst einen überteuerten Preis dafür zahlen. Eines Tages offenbart sie den Insulanern ihr eigentliches Vorhaben auf Floriana. Sie wolle ein Luxushotel für amerikanische Multimillionäre eröffnen, ihr Hacienda Paraíso. Der Traum vom abgeschiedenen Inselleben der anderen scheint zu platzen. Spricht man die Baroness auf das an, was sie abzieht, scheut sie sich nicht, ihre Reitpeitsche zu schwingen und an ihrem Revolver zu spielen. Die Frau ist irre, da sind sich ausnahmsweise Ritter, Strauch und die Wittmers einig. Und noch ein Verbündeter gesellt sich bald zu den deutschen Auswanderern, ihr Bediensteter Rudolf Lorenz. Eines Tages flüchtet er nach Friedo und beklagt sich bei Dore Strauch und Friedrich Ritter. Ihr ganzes Gehabe sei erlogen, ihr Adelstitel gar nicht echt. Ihr vornehmes Auftreten hätte sie sich nur aus Filmen abgeschaut. Keiner könne sich vorstellen, was er aushalten muss. Doch Dr. Ritter ist nicht nur wegen dem, was Lorenz ihn berichtet, in Sorge. Der junge Mann sieht krank aus, als hätte er Tuberkulose. Behandeln darf Ritter ihn aber nicht. Wenn sie rausfindet, dass ich hier war,
wird der Teufel los sein. Im Januar 1932 gebärt Margret Wittmer ihr Baby. Es ist der erste auf Floriana geborene Einwohner. Die Streitereien der letzten Monate scheinen zumindest für einen kurzen Moment vergessen zu sein. Sogar Dr. Ritter, der sich vorher weigerte, bei der Geburt zu helfen, steht mit ärztlicher Unterstützung den Wittmers bei. Auch die Baroness zeigt sich plötzlich freundlich und lädt Friedrich Ritter und Doris Strauß zum Abendessen bei sich ein. Kann ein friedliches Zusammenleben auf Floriana doch noch klappen? Die Zuversicht ist schnell getrübt. Beim Abendessen zeigt Baroness Eloise wieder ihr wahres Gesicht. Sie spricht nur von sich, zeigt sich herrschsüchtig und wendet sich an Doris Strauch mit den Worten, die fast wie eine Drohung klingen. Ich weiß nicht, wie lange mir Philipson allein noch genügt. Und ich bin Lorenz müde, aber sicher taucht bald jemand Neues auf. Der Mann ist noch nicht geboren, der mir widerstehen kann. Passen Sie besser auf. Auch Dr. Ritter ist nur ein Mann. Zunehmend wird die Stimmung angespannter in den nächsten Monaten. Die Baroness beansprucht immer wieder die knappen Vorräte und Streitereien zwischen ihr und den anderen Parteien brechen aus, bei dem sie sich der Baroness meist geschlagen geben müssen, weil sie ihnen Waffengewalt androht. Aber auch im Unterschlupf der Baroness kippt die Stimmung zunehmend. Philipson wird von Eloise gezwungen, den immer stärker kränkenden Lorenz zu verprügeln. Wenn er sich widersetzt, schlägt sie beide mit ihrer Reitpeitsche. Als sich die Gewalteskapaden zunehmend mehren und auch die Wittmers Ritter und Strauch um ihre Sicherheit fürchten, wendet sich Heinz Wittmer das erste Mal an die ecuadorianische Regierung. Erst knapp ein Jahr später erscheinen Beamte der Territorialverwaltung von Galapagos. Die Entscheidung fällt allerdings zugunsten der Baroness aus. Sie bekommt doppelt so viel Land wie die anderen beiden Aussteigergruppen. Korruption und Bestechung tönen nicht nur die Auswanderer. Auch die internationale Presse verfolgt mittlerweile gebannt, was auf der paradiesischen Insel vor sich geht. Es wirkt fast wie ein Sozialexperiment. Wie lange halten es zufällig zusammengewürfelte Menschen auf einer einsamen Insel aus? Durch die vielen Schriften, die Ritter täglich im Postoffice ablegt, ist die ganze Welt quasi live mit dabei. Während die Menschen von der Wirtschaftskrise 1929 gebeutelt sind und in Deutschland die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, sind die Geschichten von Floriana eine gelungene und unterhaltsame Abwechslung. Im Mittelpunkt der Zeitungsartikel steht die Baroness, die blonde Sexgöttin und Kaiserin von Floriana, wie die Presse sie tauft. Die Neugierde auf das, was sich dort auf der einsamen Insel abspielt, ist so groß, dass im Oktober 1933 deutsche Journalisten nach Floriana reisen. Dort angekommen ist ihnen die Baroness nicht geheuer, was sie auch spüren lassen. Doch die Baroness lässt nicht locker und drängt sich den Journalisten auf. Bei einem gemeinsamen Jagdausflug kommt es zu einem Unfall. Einer der Gefährten der Baroness wird angeschossen. Die Journalisten sind sich aber sicher, dass der Angriff eigentlich ihnen gelten sollte. Für die anderen Inselbewohner gehören solche Gewalteskapaden aber bereits zum normalen Leben. Erst kurz vorher hatte sie die wilden Hunde auf Floriana mit Schüssen gezähmt. Männer und Hunde sind sich da ähnlich. Wenn sie nicht freiwillig kommen, muss man sie mit Gewalt unterwerfen und dann wieder aufpäppeln. Dann bleiben sie und es tut ihnen gut zu wissen, wer ihre Herrin ist. Dass die Baroness neben ihren Lügengeschichten und erotischen Abenteuern aber nun auch noch schießwütig ist, scheint bis auf die deutschen Journalisten und ihre Mitcamper niemanden zu stören. Im Januar 1934 veranlasst einer der Millionäre, der regelmäßig Floriana besucht, einen Stummfilm über Eloise zu drehen. Das, was sie der Kamera bietet, ist ein grotesk anmutendes Spiel. Die Baroness ist als verwegene Piratin verkleidet, Philipson als ihr unterwürfiger Liebhaber. So wie im echten Leben. Zusammen spielen sie ein mordendes Paar, was Angst über die Insel bringt. Auch hier sind die Parallelen zwischen Film und Wirklichkeit erschreckend. Während die Baroness von einer Hollywood-Karriere träumt und umso mehr tobt, als sie vom Millionär eine Abfuhr bekommt, fürchtet ihr abgestoßener Verehrer Lorenz immer mehr um sein Leben. Wieder macht sie ihm Vorwürfe, dass er ihre Karriere manipulieren würde. Sie hat schon mal jemanden angeschossen. Könnte er nun der Nächste sein? Eines Tages kommt es wieder zu einem Übergriff von Philipson und der Baronin gegenüber Lorenz.
Er wird von den beiden so stark zusammengeschlagen, dass er zu den Widmers und danach zu Strauch und Ritter flieht und um Unterschlupf bittet. Erst lehnen alle ab. Zu groß ist die Angst vor der unberechenbaren Eloise. Schließlich erbarmen sich die Widmers und nehmen Lorenz auf. Dort werden sie tagelang Zeugen eines absurden Spiels. Jeden Morgen kommt die Baronin zum Haus der Widmers und ruft nach ihm. Wie ein Schoßhund trottet er zu ihr. Trotz der Angst vor ihr verbringt er Stunden bei Eloise, bis er wieder völlig aufgelöst und weinend bei den Widmers einkehrt und um Unterschlupf bittet. Doch der psychische Terror, um ihre Macht zu demonstrieren, reicht ihr noch nicht aus. Lorenz, der immer kränker wird, will zurück nach Ecuador fahren, um sich behandeln zu lassen. Eloise verweigert ihm das Geld, was er dringend für seine Überfahrt benötigt. Am 28. März 1934 scheint der Spuk ein plötzliches Ende gefunden zu haben. Margret Widmer schreibt in ihr Tagebuch, in dem sie die Baronin oft nur Frau nennt: Frau erscheint am Tor und fragt nach Lorenz und sagt, dass einige ihrer Freunde angekommen sind, um sie in die Südsee mitzunehmen. Ich kann meinen Ohren kaum trauen. Das, wonach wir uns gesehnt haben, ist Realität geworden. Es ist wahr, Frau Bousquet und ihr Freund Philipson haben die Insel verlassen. So schnell, wie die Baronin auf die Insel kam und Unheil über sie brachte, so schnell und ohne Verabschiedung scheint sie auch wieder gegangen zu sein. Doch ob es wirklich so war, darüber spekulieren bis heute Historiker und Wissenschaftler. Denn ein Schiff legt an diesem Tag nicht an der Insel an. Auch Dr. Ritter scheint völlig verändert gewesen zu sein, so schreibt es Margret Widmer in ihr Tagebuch. Während Dore Strauch einen Freudentanz bei der Nachricht aufführt, ist Ritter auffallend ruhig. Oder wollen die Widmers in ihren Memoiren davon ablenken, dass sie mehr über den plötzlichen Aufbruch der Baronin wissen? Denn im Gegensatz zu Margret Widmer, die an der Abreise der Baronin und Philipson zu glauben scheint, ist Dr. Ritter überzeugt davon, dass die beiden Opfer eines Verbrechens wurden. Strauch schreibt in ihrem Buch, dass Ritter die Abreise als eine Lügengeschichte empfindet und sagt zu ihr: Ja, Dore, sie ist verschwunden. Aber da waren keine Freunde und keine Yacht. Die Baroness wurde ermordet und Philipson ebenso. Der Keim des Misstrauens ist gesät. Keiner vertraut mehr den anderen. Strauch, Ritter, Lorenz und die Widmers sind nun allein auf Floriana. Jeder verdächtigt den jeweils anderen, ein Mörder zu sein, und jeder versucht in seiner Geschichte als Unschuldiger dazustehen. Für Friedrich Ritter scheint es klar zu sein, dass Heinz Widmer der Hauptverdächtige ist. Er ist sich so sicher, dass er einen Brief an die ecuadorianische Zeitung schreibt und ihnen mitteilt, dass die Baroness von Herrn Widmer erschossen wurde. Margret Widmer ist fassungslos über diese Unterstellung. Sie verdächtigt wiederum Dr. Ritter. Schließlich hat er keinen Hehl daraus gemacht, dass er die Baroness Eloise hasst, die sein Aussteigerprojekt gefährdet und er durch ihre Exzesse in der weltweiten Presse verhöhnt wird. Er sei seinen Ruhm und Ruf gefährdet. Das hat ihn wohl langsam zur Raserei getrieben, schreibt sie in ihrem Tagebuch. Außerdem wäre es nicht das erste Mal gewesen, dass Friedrich Ritter wegen Aggressivität auffallen würde. Dore Strauch, die wegen Multiple Sklerose zunehmend Probleme mit dem Leben auf der abgeschiedenen Insel hat, wird regelmäßig von Ritter geschlagen und misshandelt. Es ist unter den Aussteigern ein offenes Geheimnis, dass Ritter seine Unzufriedenheit an der geschwächten Strauch ablässt. Doch es gibt noch jemanden, der die Baroness und ihren Liebhaber hasst. Rudolf Lorenz. Auch er kann nicht für ihr rätselhaftes Verschwinden ausgeschlossen werden. Margret Widmer kann sich vorstellen, dass auch er etwas damit zu tun haben könnte. So schreibt sie in ihr Tagebuch: Da war noch ein anderer, der die Baronin aus ganz anderen Gründen hasste. Lorenz. Der bei der Baronin einmal die Rolle des Favoriten gespielt hatte. Der dann durch den jüngeren und gesünderen Philipson von der ersten Stelle gedrängt worden war. Unheimlich war seine leise Art, durch den Busch zu schleichen und plötzlich vor einem aufzutauchen. Immer war ich erschrocken, wenn er mich, wie aus dem Boden gewachsen, auf diese Art überraschte. Auch für Dore Strauch scheint er der Hauptverdächtige zu sein. Schließlich hat Lorenz sich am meisten über das Verschwinden von Eloise und Philipson gefreut. Und wenn man ihn darauf anspricht, weicht er den Fragen aus.
Doch wie man das Blatt auch wendet. Ein klares Indiz oder gar Geständnis, dass die Baroness und ihr Liebhaber getötet wurden, gibt es nicht. Und noch etwas fehlt. Die Leichen. Weder werden die beiden noch einmal lebend gesehen, noch werden jemals die Leichen von Eloise und Philipson gefunden. Im Juli 1934 reisen schwedische Journalisten nach Floriana. War die Presse anfangs noch an den exzentrischen Geschichten der Baroness interessiert, ist es nun das unheimliche Mysterium, was über der Insel liegt, was die Leser interessiert. Mit dem Boot der schwedischen Journalisten reist auch der kranke Rudolf Lorenz ab. Bereits kurz nach dem Verschwinden der Baroness hatte er sämtliches Hab und Gut an die anderen Insulaner verkauft und sich auf seine Abreise vorbereitet. Zusammen mit den Journalisten fährt er nach Santa Cruz, von wo er weiter nach San Cristobal mit einem anderen Schiff fahren will. Doch in San Cristobal kommen beide nie an. Im November 1934 werden die Leichen von Lorenz und dem Schiffer auf einer unbewohnten Insel gefunden. War es ein Unglück oder der Fluch von Floriana? Währenddessen kippt auf Floriana immer weiter die Stimmung. Mit der Abreise von Lorenz kommt auch bei Doris Strauch der Wunsch auf, die einsame Insel zu verlassen und zurück nach Deutschland zu kehren. Auch Friedrich Ritter scheint sein Projekt als gescheitert anzusehen und zweifelt am Leben als Aufsteiger. In Strauchs Buch schreibt sie nieder, was ihr Ritter anvertraut. Wenn über uns beide hier das Unglück hereinbricht oder eine Tragödie, dann weiß ich, für welche Sünden uns diese Strafe trifft. Die wahre Aufgabe im Leben ist das Wirken in der Gemeinschaft. Ein Individuum, das dies nicht sieht oder versucht, dieser Einsicht zu entfliehen und seine Aufgaben anderswo sucht, wird die Konsequenzen spüren. Wie schnell die Tragödie auch über Dr. Ritter kommen soll, kann er zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht ahnen. Während Ritter in seinen Publikationen und Schriften immer wieder die vegetarische Ernährung lobt und selbst von sich behauptete, sich streng vegetarisch zu ernähren, ist es für die Besucher und die Menschen auf Floriana immer eine Belustigung zu sehen, wie Ritter gegen seine eigenen Prinzipien verstößt. Bei jeder Gelegenheit findet er einen Anlass, um Fleisch zu konsumieren. Sei es ein Festessen oder weil dringend ein Tier geschlachtet werden muss. Als die Hühner wegen verdorbenem Futter sterben, ist es wieder ein Grund für Ritter, seine vegetarische Ernährung zu vergessen. Wenn man das Fleisch nur gut durchbrate, würden die Bakterien abgetötet werden. Damit sollte er recht behalten. Doris Strauch, die mit ihm das verdorbene Hühnerfleisch isst, erkrankt nicht. Doch Friedrich Ritter leidet nur wenige Stunden später unter starken Schmerzen und Atembeschwerden. Er hat eine Lebensmittelvergiftung. Verzweifelt sucht Doris Strauch bei den Widmers um Hilfe. Mit letzter Kraft hat Dr. Ritter ihr aufgetragen, seinen Magen auszupumpen. Doch es fehlt ihnen an Utensilien dafür. Trotz des Hasses, der mittlerweile zwischen den Siedlern herrscht, geht Margret Widmer mit Doris Strauch nach Friedo, um ihr bei Ritters Todeskampf beizustehen. Was sie dabei beobachtete, schreibt sie in ihrem Tagebuch nieder. Dr. Ritter kann aufgrund der Schwellung seiner Zunge nicht mehr sprechen und verständigt sich mit einem Stift und Zettel. Während er im Beisein von Margret Widmer ruhig ist, wandelt sich sein Zustand abrupt, wenn Strauch ans Krankenbett tritt. Mit letzter Kraft hämmert und tritt Ritter nach ihr. Auf seinem Zettel schreibt er an Doris Strauch gerichtet: In meinem letzten Moment verfluche ich dich. Kurze Zeit später verstirbt Friedrich Ritter. Es ist der 21. November 1934. Erneut hat Floriana ein Todesopfer gefordert. Nur wenige Tage nach dem plötzlichen Tod von Dr. Ritter erreicht die Siedler die Nachricht, dass auch Rudolf Lorenz es nicht geschafft hat und seine mumifizierte Leiche aufgefunden wurde. Am 6. Dezember 1934 verlässt Doris Strauch Floriana und kehrt zurück nach Deutschland. Nur wenige Jahre später verstirbt auch sie. Familie Widmer sind die einzigen, die auf Floriana bleiben. Über das, was sich auf der Galapagosinsel ereignete, darüber ranken sich bis heute die Mythen, denn die Rätsel sind bis heute nicht geklärt und beschäftigen die Wissenschaft und Literatur. Margret Widmer veröffentlicht im Jahr 1935 Artikel aus ihrem Tagebuch in Zeitschriften. 1959 folgt ein ganzes Buch über ihre Auswanderung.
Dore Strauch sieht sich durch die Artikel von Widmer in der Presse falsch dargestellt und veröffentlicht noch im Jahr 1935 ihre eigenen Erlebnisberichte in ihrem Buch »Satan Came to Eden«. Besonders die romantisierte Darstellung ihrer Beziehung zu Ritter steht dabei im völligen Kontrast zu dem, was Margret Widmer festgehalten hatte. Doch was sich wirklich auf Loriane ereignete und wer für die mysteriösen Tode verantwortlich war, können ihre Bücher nicht beantworten. Die Geschichten über die einsame Insel, die exzentrische Baroness und das rätselhafte Verschwinden und Sterben der Insulaner ist in den 1930er Jahren weltweit so präsent in den Medien, dass sogar der US-amerikanische Präsident Franklin Roosevelt 1938 nach Floriana reisen will, um die Widmers zu befragen. Doch trotz des berühmten Besuches, der sich auf der Insel ankündigt, fehlt an diesem Tag von den Widmers jede Spur. Ob es Zufall ist oder ob sich die Familie absichtlich nicht den Fragen des Präsidenten stellen will, bleibt unklar. Bis heute gibt es zahlreiche Analysen zur Galapagos-Affäre und fast 100 Jahre später arbeiten Filme, Bücher und Theaterstücke weiterhin die Thematik auf. Die Umstände der Tragödie faszinieren bis heute die Menschen. Die Konstruktion erinnert an einen Kriminalroman mit einer Metaphorik, die es kein Roman hätte besser formulieren können. Bereits Strauch und Ritter schrieben in ihren Briefen und Memoiren vom Paradies, dem Garten Eden und dem Teufel, der sie dort heimsuchte. Diese Metaphern wurden vielfach aufgegriffen. Die gesamte Affäre erinnert an eine moralische Fabel. Auswanderer ziehen ins vermeintliche Paradies und dort sind sie dem Teufel ausgeliefert. Doch der Teufel ist nicht die verführerische Baroness, sondern ihre eigene Schwäche. Statt ein friedliches Zusammenleben anzustreben, verfallen sie Egoismus, Destruktivität, Gewaltbereitschaft und vielleicht sogar Mord. Neben den literarischen Aufarbeitungen gibt es allerdings auch wissenschaftliche Analysen, die versuchen, die Frage zu beantworten, was wirklich auf Loriana passierte. Der britische Zoologe John Treherne versucht in seinem 1983 erschienenen Buch The Galapagos Affair eine Aufklärung dessen zu geben, was 1934 auf Loriana geschah. Eigentlich reiste er für seine Forschung nach Galapagos, doch die unfassbare Geschichte von Floriana lässt ihn nicht los. Durch die wenigen offiziellen Akten und widersprüchlichen Aussagen der Beteiligten kann er in seiner Arbeit nur Spekulation hervorbringen. Doch er ist zumindest einer der wenigen, die Floriana als das ansehen, was es war. Die Galapagos-Affäre ist keine Geschichte, die den Rest der Welt belustigen und unterhalten sollte. Auf ungeklärte Weise starben und verschwanden Menschen und weder die ecuadorianische noch die deutsche Regierung schien das zu interessieren. Er versucht, die einzelnen Tode zu rekonstruieren und zu erklären, was geschehen sein könnte. Zuerst beschäftigt er sich mit dem Verschwinden der Baroness und Philipson. Dass keine fremde Yacht die beiden mitnahm, scheint klar zu sein. Ein Schiff am Tag ihrer Abreise wurde nie gesehen. Außerdem wurde auch nie ein schiffbrüchiges Boot mit den Leichen von Eloise und Philipson gefunden und es gab keinen Hinweis auf ein verloren gegangenes Schiff. Somit gibt es für das Verschwinden der beiden nur zwei Erklärungen: Mord oder Selbstmord. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Baroness und Philipson sich gemeinsam im Meer ertranken und von Haien gefressen wurden. Das könnte erklären, dass nie eine Leiche gefunden wurde und es auf Loriana keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gab. Wahrscheinlicher scheint es allerdings, dass die Baroness und ihr Geliebter getötet wurden und ihre Leichen anschließend den Haien zum Fraß fielen. Als mögliche Täter schien Treherne dafür Rudolf Lorenz und Friedrich Ritter. Lorenz war getrieben von Hass gegen die beiden. Außerdem verkaufte er nur kurz nach ihrem Verschwinden all ihre Sachen und schien sich sehr sicher zu sein, dass Eloise und Philipson nicht mehr auftauchen. Auch Ritter hasste die Baroness und hatte öfter Streit mit Philipson. Teilweise wurde er ihm gegenüber auch handgreiflich. Auffällig war auch sein Verhalten nach dem Verschwinden und dass er nur kurze Zeit später in seinen Berichten schrieb, dass er davon ausgeht, dass sich Eloise und Philipson selbst umgebracht hätten und nur wenig später Heinz Widmer des Mordes bezichtigte. Auch er schien zu wissen, dass die beiden nicht mehr lebend auftauchen würden. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass sie gemeinsam töteten. Lorenz war aufgrund seiner Erkrankung nicht in der Lage, zwei Menschen zu ermorden und die Leichen ungesehen wegschaffen zu können. Auch Dore Strauch deutete kurz vor ihrer Abreise von Floriana Ähnliches an.
Margret Wittmer schrieb, dass sie bei der Beisetzung von Ritter schrie, dass er und Lorenz ein gemeinsames Geheimnis hatten. Ungeklärt bleibt allerdings weiterhin, inwieweit vielleicht sogar die Wittmers und Strauch in den Mord involviert waren. Das ist besonders an einem Punkt kritisch. Margret Wittmer war die einzige Zeugin, der die Baroness erzählte, dass eine Yacht Philipson und sie abholen würde. Nur auf ihre Aussage beriefen sich die anderen Inselbewohner zunächst. Was, wenn auch das gelogen war? Im Fall des toten Rudolf Lorenz geht Treherne von einem Unfall aus. Zusammen mit dem Schiffer hatte er ein Schiffsunglück und strandete auf der menschenleeren Insel. Es konnte rekonstruiert werden, dass die beiden noch versuchten, auf der Insel zu überleben und dann höchstwahrscheinlich an Flüssigkeitsmangel starben. Beim Tod von Friedrich Ritter scheint sich die Wissenschaft allerdings sicher zu sein. Die tragische Vergiftung war Mord. Er wurde getötet von Dore Strauch. Er starb an einer Vergiftung mit Botulismusbakterien, einer sogenannten Fleischvergiftung. Die Hühner, die verdorbenes Fressen zu sich nahmen, starben selbst an den Bakterien. Strauch und Ritter wussten das. Ihnen war aber auch bekannt, dass das Fleisch bei ausreichender Erhitzung weiterhin genießbar ist. Dore Strauch zeigte beispielsweise keinerlei Vergiftungserscheinung, obwohl sie dasselbe Fleisch aß. Daher kann man annehmen, dass sie absichtlich Ritter nur halb rohes Fleisch servierte. Auffällig war außerdem, dass sie erst sehr spät Hilfe bei den Wittmers holte. Erst dann, als Ritter wegen der Lähmung im Mund nicht mehr sprechen konnte. Außerdem ist der Zettel, den er noch mit letzter Kraft unter Qualen schrieb und Strauch bis nach dem Tod verfluchen würde, ein Indiz dafür, dass er wusste, was sie ihm angetan hatte. Ebenfalls merkwürdig erscheint es, dass Dore Strauch in ihrem Buch versucht, sich von diesen Anschuldigungen zu distanzieren. Laut ihrer Aussage verstarb Friedrich Ritter in einem Schlaganfall. Von einer Vergiftung war dort keine Rede, obwohl es hinlänglich bekannt ist, dass die Fleischvergiftung der Grund seines Todes war. Doch ein Motiv, warum Strauch Ritter töten sollte, bleibt weiterhin ein Rätsel. Es könnte Hass gewesen sein. Ritter misshandelte und schlug sie regelmäßig. Außerdem schien sein Projekt gescheitert zu sein und kurz vor seinem Tod hatte er Kontakt zu seiner Ex-Frau in Deutschland aufgenommen. Es könnte allerdings auch sein, dass Dore Strauch wusste, dass Lorenz und Ritter die Baroness und ihren Liebhaber getötet hatten. Vielleicht wollte sich Strauch an ihrem mordenden Freund rächen. Trotz der mysteriösen Umstände wurde Strauch bei ihrer Abreise nur sporadisch von der ecuadorianischen Polizei verhört. Mit ihrem Tod nahm sie viele der Antworten zu den Unglücken auf der verlassenen Insel mit ins Grab. Die Wittmers sind die einzigen, die auf Floriana blieben. Auch sie müssen sich Anfang des Jahres 1935 den Fragen der ecuadorianischen Behörden stellen. Doch der Fall landet schnell bei den Akten. Schließlich ist es viel interessanter, über die Mythen der Insel zu sprechen, als wirklich zu hinterfragen, was im Jahr 1934 dort passierte. Der älteste Sohn der Wittmers ertrinkt 1951 beim Bootsausflug. Heinz Wittmer verstirbt 1963. Margret Wittmer überlebt alle Hinterbliebenen der Galapagos-Affäre. Mit knapp 96 Jahren verstirbt sie im Jahr 2000. Den fragwürdigen Titel Kaiserin von Floriana, den einst die Baroness für sich beanspruchte, hatte Margret Wittmer mittlerweile angenommen. Der eigentliche Philosophie von Friedrich Ritter ging sie allerdings nicht nach. Floriana ist mittlerweile kein unbelebter Fleck Erde mehr. Die Wittmers besiedelten die Insel. Mittlerweile gibt es 100 Bewohner. Und die Nachkommen der Wittmers betreiben bis heute ein Hotel auf Floriana. So wie es einst die Baroness wollte.